Was diese drei Persönlichkeiten gemeinsam haben, ist Erfolg. Und der kommt nicht von irgendwo. Wer auf das ultimative Geheimnis wartet, der wird hier enttäuscht. Es ist nämlich der Fleiß, der zum Erfolg führt. Es ist Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz. Es ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die Leute glauben, es ist alles so lustig und es ist alles so einfach und es hört sich so lustig an. Und weil ich wandere, ist so easy cheesy. Ich mache das alles allein. Ich habe irgendwann einmal den Flow ins Auge bekommen, also letzte Race Across America zu fahren. Und das war irgendwie der Ursprung von der ganzen Geschichte. Also ich habe einen Fernsehbericht gesehen über Race Across America als 20-jähriger Bursch. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich einmal machen. Und mit 28 bin ich tatsächlich an der Startlinie vom Race Across America gestanden. Und das war irgendwie der Schritt oder die Veränderung in meinem ganzen Leben. Also das alles andere, was dann noch dazugekommen ist, war einfach letztendlich dieser Startschuss von der Idee, dann einmal das Ganze umzusetzen. Ich glaube, du musst dich selbst motivieren. Du brauchst Impulse. Wolfgang ist ein Motivationscoach. Aber er lebt das vor. Ich meine, der hat Race Across America gewonnen. Ich sage aber, der Erfolg besteht aus drei Buchstaben und das ist Tun. Und wie man sieht, wir haben große Projekte, wir haben einen normalen Beruf, wir haben ein tolles Hobby einfach. Ich bin doch ein ambitionierter Hobbysportler, mittlerweile Ultrasportler geworden mit dem Race Across America, was wir nächstes Jahr machen. Und das sind Projekte, wo man genau wissen muss, was man tut. Und da sind solche Sachen, die was dann halt passieren, einfach toll, weil man, da kann man sicher was mitnehmen und das ist das Spannende für uns. Und was das Allerwichtigste ist: Du musst tun, was dir gefällt. Da sind sich die drei Ultrasportler einig. Es ist ganz einfach. Es ist dein Weg und deine Entscheidung und nicht die Entscheidung von der Tante Kitty und nicht die Entscheidung von Onkel Herbert und auch nicht die Entscheidung von deiner Mama oder sonst wem. Es ist deine Entscheidung und die kann auch niemand abnehmen. Das ist auch die, und das soll auch niemand abnehmen. Also das ist ja auch irgendwie etwas ganz Tolles, dass man das jeden Tag selber kann. Ich kann jemanden motivieren, wenn er Interesse hat an einer Geschichte, einer Sache, sei es berufliche oder sportliche. Wenn kein Interesse vorhanden ist, dann funktioniert keine Motivation oder kaum. Und letztendlich geht es auch darum, wenn ich einen Sinn habe in der Tätigkeit, die ich mache, ich glaube, dann braucht man nicht über Motivation sprechen, dann ist man von Grund auf motiviert. Was ist für dich Motivation? Was für mich Motivation ist, ist etwas, was man halt selber leben sollte. Wie lebst du das? Ja, dass man halt vielleicht das findet, was man mag. Und man dafür halt einfach brennt, aufsteht und einfach seinen Weg nachgeht. Ein Abend, der zu Erfolg führt, soll auch eine Fortführung haben. Und das tut er. Auf alle Fälle, wir sind sehr gut besucht. Wir haben tolle Unternehmen, die gesagt haben, das stellen wir unseren Mitarbeitern zur Verfügung. Wir kommen mit unseren Leuten. Und wir werden auf alle Fälle auch in diese Richtung weitermachen.